zuschauen, wie die Stadt Mahl und die neue Rad Mountain das, unsere Natur hier vernichtet und wir nicht mal mehr hier spazieren gehen können und keine Grünoasen mehr hier kriegen. Mehrere Gespräche, die bisher mit dem Bürgermeister gefordert wurden, unsererseits, nämlich sich zu treffen, von den Plänen dieser Bauphase zu erzählen, von diesem Bauprojekt zu erzählen, wurden leider immer wieder vertagt wegen Corona. Es hieß, am 17. November hätten wir uns treffen können, da wären 5 Bürger gewesen. Ja, heute sind wir schon mal ein paar mehr, die Fragen hätten, was sehr schön ist. Also gut, dass ihr alle da seid. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, das Bauprojekt Geldruhe ist doch super an uns vorbeigegangen. In der Corona-Phase, wo wir alle ja zu Hause bleiben sollten, Kontakte meiden und so weiter, schieben die so eine Nummer durch. Die Bauphase wird 8 bis 10 Jahre in Anspruch nehmen. Niemand hat was gegen die Arbeitsplätze. Aber Industrie und immer noch mehr Industrie in Mahl und vor allen Dingen in Mahlhamm und in den umliegenden Siedlungen, die hier so sind, deswegen gebe ich auch gleich mal weiter an meine nächsten Betroffenen, nämlich die Claudia, wird euch jetzt auch noch ein bisschen was dazu sagen. Und ich finde es gut, dass heute so viele gekommen sind und ich hoffe, man hört uns und schenkt uns endlich Gehör.